Hallöchen und herzlich willkommen zurück, ihr Lieben, bei einer neuen Runde City Skylines, noch in der alten Aufnahmesession, also immer noch ohne Verkehrsmod. Die werde ich dann, wie gesagt, demnächst bei der nächsten Session runterladen und dann bekommt ihr natürlich einen Verkehrsmod, wo wir den Verkehr schön alleine und selbstständig regeln können, wer wo wie Vorrang hat, welche Linie wohin fährt, also welche Straßenverbindung, dass diese Bahn zum Beispiel hier nur nach draußen geht und die auch nur nach draußen und nicht noch in die Richtung. Aber wie gesagt, das kommt dann erst viel später. Ich bin noch im Jahr 2018. Mittlerweile müsste schon 2019 sein. Also ihr spielt hier, wir spielen ja noch in der Vergangenheit. Mit dem Vergangenheitsrob. So, wir werden jetzt ein bisschen, ich habe mal ein bisschen gedacht, wir machen das Industriegebiet auf die Seite noch ein bisschen weiter. Das heißt, wir bauen eine Brücke hier rüber. Verkehrstechnisch hat sich hier immer noch nicht beruhigt, weil alles will halt in diesen Güterbahnhof. Den hätte ich vielleicht anders legen müssen, sollen, dürfen können. Kann ich gerade schlecht einschätzen. Aber wir können mal verkehrstechnisch gucken. Ja, verkehrstechnisch ist hier das riesengroße Chaos. Hier geht es mittlerweile, hier ist auch okay. Das heißt, wir werden jetzt erstmal hier die Straße weiterziehen. So, welche haben wir denn hier? Hier haben wir mit Tram. Ja, hier ist mit Tram. Hier ist dann ohne Tram. Dann machen wir erstmal ohne Tram weiter. So, dann ziehen wir die ins Industriegebiet rein. Und machen hier hinten auf jeden Fall ein neues Industriegebiet. Das braucht dann noch Wasser. Ist das jetzt diese gute Wasserleitung? Nein, natürlich nicht. Also müssen wir es noch upgraden. Wir wollen ja Warmwasser. So, dann wollte ich noch eine Straße auf jeden Fall rüber zu dem Güterbahnhof bauen, weil der ist ja eh schon in Betrieb, da kann man halt. Oder ich baue noch einen neuen Güterbahnhof. Auf jeden Fall würde ich aber eine Straße rüberziehen. Die muss sein, die Straße. So, dann machen wir hier noch ein bisschen Industrie. So, sehr schön. Feuerwehrtechnisch und polizeitechnisch. Feuerwehr haben wir dort. Wenn wir hier dann die Straße haben, dann könnten wir schon noch eine Feuerwehr gebrauchen. Ja, die Straße müsste ich halt upgraden. Die ist viel zu klein. Wobei es ja nicht an der Straße liegt, sondern einfach nur, dass halt viele wollen da lang, viele wollen hier lang. Dass es halt diese Option gibt, dass sie nach da fahren können. Wenn die nicht da wäre, dann wäre es trotzdem eine Einbahnstraße. Das ist schlecht. Also werden wir jetzt mal eine Brücke noch hier rüber bauen. Ja, ich hätte das Viertel abreißen. Ja, das reißt man ja noch ab. Was ist das für ein Gebäude? Was bist du denn? Warum nicht schließen? Du bist eine Polizeiwache. Okay, das müssen wir verschieben. Ich komme ja verschieben. Die Polizeiwache. Setzen wir hier hinten mit dran. Das noch weg. Die Gebiete sind weg. Und dann bauen wir hier die Brücke rüber. Wenn das überhaupt passt. Das Gefälle ist zu steil. Das heißt, wir müssen hier noch eine kleine Ecke wegbauen. Es tut mir leid. So. Und jetzt müsste es ja dann eigentlich klappen. Sehr schön. Dann ziehen wir die bis hier rüber und gehen dann wieder. Oh, wir müssen ja noch über die Schiene. Dann können wir die theoretisch auch weiterführen. Und gehen jetzt runter. Ist das so richtig? Scheint so. Wo gehe ich ran? Will ich hier ran? An so einer fetten Kreuzung? Okay. Haben wir eine Brücke nach drüben? Vielleicht macht es da noch ein bisschen weniger Verkehr.
Und dann könnte ich jetzt hier ja noch so einen Güterbahnhof mit dran bauen, aber bringt das was? Güterzug, was ist das? Ein großer Endbahnhof, ein großer Bahnhof. Und das ist ein normaler Bahnhof. Ja, der lohnt ja noch nicht wirklich. Aber der würde halt noch lohnen. Tja, wollen wir den noch hinsetzen? Hier wäre halt die Schiene, wir können damit ran. Ja, wir warten erstmal noch, was es hier drüben sagt. Verkehrstechnisch. Ja, rot, rot, rot. Jetzt fahren ein paar auch noch hier lang. Das ist okay. Ihr habt das Strom. Warum habt ihr keinen Strom? Reicht das nicht bis rein? Na, okay. Aber jetzt. Nicht? Doch, jetzt reicht es bis rein. Da können wir dieses Industriegebiet noch ein bisschen erweitern. Denn wir brauchen ja noch etliches an Industrie. Für die Bevölkerung. So, Wasser noch mit hin. Nicht upgraden. Ihr habt kein Wasser, ihr bekommt noch Wasser. So. Büros geht, Gewerbe geht. Hier können wir noch mal eine Gewerbepassage mit hinsetzen. Hier kommt noch Gewerbe hin und nicht an die Straße, weil sonst haben wir da wieder so viele Kreuzungen. So, Gewerbe mit. Hier können noch ein paar Büros mit dazu. Hier auch noch. Hier bauen wir noch mal ein kleines Vorörtchen mit dazu. So, das passt soweit, das passt soweit. Nehmen wir einen Kreisverkehr. Das ist ein kleiner, das ist ein großer Kreisverkehr. Gucken wir uns den erstmal an. Ist der einspurig? Ja, ist einspurig sozusagen. Und das ist die sechsspurige Straße. 1, 2, 3, jep, sechsspurig. Dann createn wir die noch ab. Damit das soweit passt. Jetzt haben wir natürlich hier eine sechsspurige Straße, aber will ich ja nicht im Wohngebiet haben. Hier reicht ja dann zweispurig und auch zweispurig. Und dann bauen wir hinten noch ein bisschen Wohnungen. So, neue Wohngebiete. Wir machen erstmal die normalen, die Standard. Wasser braucht er bestimmt, ja natürlich. Hier könnte noch, aber geht nicht. Hier geht nicht. Büros können noch mit her. Wobei die passen soweit. Euch fehlen Angestellte. Nicht genügend Arbeiter. Ja, die kommen ja gleich. Wir sind ja schon dabei, dass ihr wieder genug Leute habt, die bei euch arbeiten. Kein Problem. So, hier noch eine kleine Wohnsiedlung mit hin erstmal. Dann geht es natürlich weiter, wir machen noch so einen Kreis. Oh, es gewittert und schneit wie immer zur gleichen Zeit. Wer kennt das nicht im Winter? Schlimm Wintergewitter. So, da haben wir noch ein schönes Wohngebiet gebaut. Wassertechnisch wart ihr versorgt. Ja, Wasserverbrauch ist auch okay. Wasserverbrauch, Wasser
Kapazität, das passt gerade so noch. Abwasserproduktion ist gleich erhöht. Wir können natürlich noch eine Wasseraufbereitungsanlage bauen. So, die Wasseraufbereitungsanlage. Sie wollen keine Abwasser in den Wassergebieten pumpen. Zur Reduzierung der schädlichen Umwelteinflüsse der Stadt können Sie eine Wasseraufbereitungsanlage bauen. Reinigt die Verschmutzung des Abwassers zu 85%. Dann können wir die ja hier irgendwo mit ransetzen, theoretisch. Hier hinten am Müllverbrennungs... Ach du meine Güte. Was seid ihr denn alles? LKW, 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 LKW. Was macht denn die Forstwirtschaft hier hinten? So, ich habe das nächste Verkehrsproblem gebaut. Hier geht gar nichts. Hier geht einfach nichts und ihr habt keine Arbeiter und ihr habt verschneite Straßen. Ihr braucht auf jeden Fall noch einen Schneetypi, der für euch sauber macht. Aber eigentlich müsste ich ja davon genug haben. Da ist, dort ist. Warum machen die denn nichts? Da fahren sie doch lang. Das passt soweit. Ja, die fahren doch jetzt schon. Das kommt. Baue ich keinen weiter. Wir brauchen mehr Gewerbe. Immer mehr. Bauen wir hier noch eine Straße mit rein. Eine gerade Straße. Und setzen hier nochmal eine Runde Gewerbe hin. Büroviertel passt auch. Hier mein IT-Bereich, das ist auch okay. Hier geht es mittlerweile mit dem Verkehr eigentlich. Wir könnten natürlich jetzt noch diesen Speckgürtel ein bisschen mehr ausspecken. Also kommen jetzt hier noch ein paar bessere Gebäude hin oder höhere. Was haben wir? Dies ist aber... Oh, ihr braucht wieder Wasser. Ihr mit eurem Wasser. Ich komme gar nicht hinterher. Ja, weil sie nicht genug Arbeiter haben, ne? Gehen sie halt wieder weg. Aber ihr braucht ja auch keine Arbeiter. Warum brauchten sie Industrien? Jetzt brauchen sie auch keine Bevölkerung. Ich verstehe gerade die Demografie nicht. So, jetzt geht's mit dem Verkehr. Also nachts ist okay, wenn nicht gearbeitet wird. Wenn gearbeitet wird, ist schlecht. So, mein Abendviertel, das ist auch okay. Könnte ich eigentlich noch ein neues Viertel bauen davon. Das Unterhaltungsviertel, Freizeit, hier haben wir Tourismus. Haben wir irgendwo einen Tourismus? Ja, hier war Tourismus, ne? Ganz klein Tourismusviertel. Keine Gewerbespezialisierung, aber könnten noch. Ja, jetzt gehen sie alle weg. Erst brauchen sie Industrie, dann brauchen sie keine. Ihr wisst auch nicht, was... Oh, ihr braucht Wasser. Ihr friert euch ja einen Arsch ab hier. Aber Strom habt ihr eigentlich. Dann bauen wir hier noch Gewerbe. Mit hier lang. Nein, das wollte ich so nicht haben. Das sollte halbrund sein. Es geht ja mit der Mod auch alles besser. Aber ich bin ja noch ohne Mod. Ich preise die Mod schon so an, nachher ist es doch nichts. Mal gucken. So, hier kommt ein bisschen Gewerbe noch hin. Nein, das wollte ich natürlich nicht als Gewerbe machen. Denn hier kommt noch eine Straße rein mit Gewerbe. Sehr schön, so. Hier bauen wir noch Gewerbe mit hin. Neue Buslinien müsste ich ja auch mal wieder einrichten. Boah, da habe ich ja ewig nichts gemacht, ne, beim Bus. Ich habe nicht genug Wasser, wie es aussieht. Ich brauche mehr Wasser. So, und ich habe eine Katze im Bild. Katze, geh bitte weg. Danke, Katze.
baue mir noch eine Wasser... Kann ich nicht, ist nicht mein Gebiet. Ich muss hier einen hinbauen. Und die natürlich mit anschließen. So. Und ich will Wasser. Wie haben wir jetzt Wasser? Genau, jetzt haben wir genug Wasser wieder. Und wie sieht es aus beim Abwasser? Können wir auch gleich noch einen hinbauen. Oder wir bauen halt so ein Gebäude mit hin. Wenn wir hier irgendwo Platz finden. Du brauchst gar keine Straße oder Küste empfohlen. Ach, du möchtest auch hier mit an die Küste. Okay. Das ist ein Recyclingzentrum, das ist ganz schlecht. Leert sich, es ist leer, das ist sehr gut. Die können wir jetzt auch noch entleeren. Da werden die Deponien auch endlich leer. Ja, hier hinten. Erst wollen sie Industrien, da wollen sie doch nicht. Und jetzt wollen sie wieder Abwasser. Ja, ich baue Abwasser, ich baue doch gerade dabei, tut mir leid. Aber ich weiß halt nicht mehr wohin. Hier ist schon alles verschmutzt. Und dabei habe ich ja schon die besseren gebaut. Ökowasseraustritt. So. Jetzt dürfte doch nicht mal meckern. Ja, jetzt meckern sie auch nicht mehr. Also mehr Bevölkerung. Wir bauen noch einen Kreis. Mehr oder weniger Kreis, ne? Aber das ist modern. So muss es aussehen. Wasser habt ihr, sehr gut. Strom habt ihr auch. Ihr braucht alles, ihr kriegt nichts. Hier ist halt wieder totales Verkehrschaos. Hier müsste ein Kreisel hin. Aber hier ein Kreisel hin machen, nur wegen dem Teil. Schwierig. Sehr, sehr schwierig. So, wir waren bei Buslinien. Bei Buslinien war ich. Ich hätte gern nur Bus. Weil das ist ja noch Straßenbahn mit dabei. Hier sind Buslinien, da sind Buslinien. Hier ist gar keine Buslinie. Bauen wir eine neue Linie mit. Dass wieder ein paar Leute mit dem Bus mehr fahren. Hier an die Uni ran. Oh, da müssen wir einen weiten Weg machen. Das ist nicht schlimm. So, neue Linie. Hier drüben brauchen wir noch eine Buslinie. Die einfach mal das Gebiet hier abfährt. Vor allem ins Wohnungsgebiet noch, oder ins, ja, Wohnungsgebiet. Damit die Leute alle auch auf Arbeit kommen, oder zum Shoppen, oder wo auch immer hin. So, das ist dann aber nur für das Gebiet, wäre das jetzt. Jetzt müsste es halt noch einen Anschluss geben, dass die auch hier rüber irgendwie kommen. Wir machen einfach jetzt etliche Buslinien. Vielleicht bringen sie was. Hier können sie dann in die Straßenbahn einsteigen. Oder mal die nehme ich, kann ich ihn mal wegnehmen. Ich möchte, dass die jetzt hier noch irgendwie eine Verknüpfung haben. Dass die Leute auch von hier in den Bus einsteigen können und zur Straßenbahn kommen. So, da können sie jetzt das Viertel dahin. Hier ins Industriegebiet müsste jetzt noch was fahren. Das wäre nicht schlecht. Wir machen noch eine Bushaltelinie. Die halt ins Industriegebiet fährt. Das reicht schon. Und jetzt muss ich natürlich die ganzen Leute abholen, ne? Hier können dann etliche auf die Busse warten. Das ist Gewerbe, na, da können sie auch nochmal hinfahren. Und dann zum Ausgang. So, jetzt haben wir etliche Buslinien wieder dazugefügt.
Wir könnten noch eine Straßenbahn bis hinter bringen, aber das, da müssen wir einen Kreis bauen, das lohnt nicht unbedingt. Was ist hier los, verkehrstechnisch? Hier ist verkehrstechnisch alles einfach mal rot. Hier stehen sie Stunden. Ja, das ist halt ohne komische Straßenführung hier, ne? Autobahn noch. Hier können sie halt runter und rauf fahren. Und dadurch haben die hier übelst den Stau. Na, es geht eigentlich. Ist okay. Sind wir noch bei 80%. 82. 84. Ist okay. Ich werde mich drum kümmern. Ja, hier hinten läuft gar nichts. Wir brauchen mehr Bevölkerung. Die sollt ihr bekommen. Wir setzen hier noch eine Straße mit ran. Und noch ein Wohngebiet wieder. Ach, so wollte ich das doch wieder nicht. Manchmal macht mich hier das Spiel fertig. Ich habe eine Errungenschaft freigeschaltet. Ich bin der Postbote, das ist sehr gut. Vielleicht brauchen wir noch eine neue Post. Das ist zu nah. Das ist zu weit. Da müsste es sein. Okay, dann doch hier. Und dann bauen wir noch ein paar Wohnungen. Denn wir müssen Wohnraum schaffen für die Leute, dass die Industrie genug Arbeiter hat. Nicht abreißen. Wie sieht's hier aus? Gebäude wachsen, sehr schön. Hier könnte man jetzt noch upgraden. Da haben wir jetzt hier noch ein bisschen mehr. Und hier machen wir das gleiche. Und das Gebäude noch. Kriminalität ist zu hoch, das ist nicht gut. Wir werden was dagegen tun. Demnächst. Vielleicht brauchen wir mal ein Gefängnis. Aber erstmal hier ein bisschen erweitern. So, wir haben 18.000 Bevölkerung, das ist noch nicht so viel wirklich. Bis zu 100.000 wollte ich ja spielen. Mal gucken, ob das verkehrstechnisch meine Stadt überlebt. Da werde ich noch einiges ändern. Was jetzt? Ändern müssen. Kleiner Freeze. Warum auch immer. Ja, hier brauche ich auf jeden Fall noch eine zweite Verbindung rüber. Die habe ich zwar hier hinten schon, aber das ist wirklich nur fürs Industriegebiet. Hier brauche ich einen Kreisverkehr. Hier ist auch alles feuerrot. Hier bräuchte ich einen Kreisverkehr. Werde ich dann alles in der nächsten Session in Angriff nehmen. Auf jeden Fall hier muss ein Kreisverkehr hin und hier auch. Weil das bringt ja hier null. Hier ist ein Kreisverkehr und es ist trotzdem Stau. Aber hier die Bushaltestelle ist. Das war anscheinend nicht so gut geplant. Also bräuchte ich hier mit extra Buslinie, gibt es das nicht? Mit Busfahrspuren, ja, das ist okay. Bringt aber nichts. Die wollen halt alle da lang. Mit Bus und Taxi, ja, okay. Mit Bus und Taxi und was noch? Da wurden jetzt so viele Busse hin, die Haltestelle habe ich schlecht geplant. Ja, aber warum wollen die da hin? Das ist doch jetzt einfach nur noch eine Busspur. Die können, ach, nur auf der Spur können sie nach rechts. Na, okay. Ja, das gibt sich ja mit den Bussen, denke ich mal wieder. Die werden jetzt hier nicht nur Busse kommen, Bus nach Bus. Das ist vielleicht jetzt, weil ich die alle zur gleichen Zeit gemacht habe, dass sie jetzt zur gleichen Zeit alle starten. Und dann müsste es auch wieder gehen, weil das ist ja gerade hier echt... Baust einen Kreisverkehr, machst gleich wieder kaputt, nur durch eine Bushaltestelle. Da kommt der nächste Bus, da kommt der nächste Bus. Da kommt schon wieder der nächste Bus. Es sind immer drei Busse hier. Wir beobachten das mal.
ob jetzt mal kein Bus kommt demnächst. Da kommt der nächste Bus. Doch, es kommen immer Busse. Bus nach Bus. Jetzt stehen auch mal nur zwei da. Wo ist noch ein Kreisverkehr? Warum ist denn hier eine Ampel? Kreisverkehr hat einfach Vorfahrt und fertig. Da muss hier keiner an der Ampel stehen. Oder ist das keine Ampel? Hier ist keine Ampel. Oh, es ist mal kein Bus da. Da kommt der nächste. Und dann müsste sie jetzt verkehrstechnisch wieder beruhigt sein. Auf jeden Fall besser als vorher. Jetzt stehen hier die Busse. Oh man, die Busse, die machen mich wahnsinnig. Busverkehr macht die Stadt sehr schwer. Wir bauen auf jeden Fall noch. Ich baue hier und kriege auch nicht mehr Einwohner. Was ist denn da los? Immer noch 18.000. 400 jetzt, Wahnsinn. Ich baue hier Riesengebiete und nichts passiert. Außer immer mehr Verkehr. Und was hier passiert? Ein Verstorbener muss abtransportiert werden. Haben wir da nicht schon irgendwo was? Friedhof ist da. Und da... Ihr braucht hier noch einen eigenen Friedhof, ne? Den sollt ihr bekommen. Setzen wir hier noch einen Friedhof mit dran. Und ein Krematorium. Schön in die Nachbarschaft, warum nicht? Jetzt geht's. Jetzt sind die Busse, haben sich anscheinend ein bisschen gelöst. Das müsste man auch noch planen können. Wann, wie, welche Busse, dass sie sozusagen so einen 10-15 Minuten Rhythmus haben. Und dass nicht vier Busse mit einmal kommen. Ja, ihr braucht mehr Arbeiter, ich weiß. Und wir brauchen einen Kreisverkehr. Hier brauchen wir auch einen Kreisverkehr. Geht es uns gar nichts mehr. Weil die halt nicht hier weiterkommen, staut sich halt bis hierhin schon. Verrückt. Aber ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Und dann gehe ich echt mal die Kreisverkehre an. Also bis dahin, schaut morgen wieder ein. Und, oh, wir sind noch überall Tote. Warum? Jetzt nicht mehr. Seid ihr leer? Fast schon wieder. Nee, ihr seid 10% voll, ihr seid fast leer. Okay, damit jetzt auch wirklich. Gucken wir nochmal schön durch die Stadt durch und sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüssi, euer Rob.